Herzlich willkommen hier in meiner Werkstatt und ich habe hier von einem Kunden ein Schrankschloss bekommen. Das ist wirklich so gekommen, ist also komplett zerlegt. Der Kunde hat irgendwie selber hier was versucht mit Nieten und ich weiß nicht was. Irgendwas hat da nicht hingehauen und jetzt ist es so, das Schloss muss wieder rekonstruiert werden. Das ist auch alles locker. Gut, wie gehen wir das jetzt folgendermaßen an? Wir werden das jetzt erstmal eben so weit wieder zusammenbauen, dass man erkennen kann, was wohin gehört. So, auf alle Fälle war das die Innenseite. Das gehört dann nachher so drauf. Ui, okay. Muss dieses hier irgendwie hier gesessen haben. Ist ja hier dran. Das war da dran. Mal gucken, kann das so gewesen sein. Okay, tolles Puzzlespiel. So, das war auf alle Fälle dieses hier und das war auf alle Fälle da dran, das kann man also eindeutig erkennen. Nur ja, das war's schon. Nee, war's nicht, kann ja nicht, weil dieses muss ich noch da runter sein, dann gucken. Okay, also andersrum. Super, so gehört das Teil. Jetzt haben wir es. So, jetzt legen wir es mal eben einmal richtig hin. Einmal so, einmal so. Und das Teil war da dran. Und dann wird alles, was hat er abgeschliffen hier? Oh Mann. Und dann wird alles hier oben drauf gesetzt und dann ist es wieder funktionsfähig. Dieses hier war ein zweifelhafter Versuch, das selber zu machen. Okay. Gut, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde das jetzt mal eben hier so weit zusammenbauen. Da müssen wir neue Nieten reinsetzen. Wichtig für mich ist erstmal eben hier, dass ich diese Federkonstruktion hier wieder zusammenkriege. Damit man dann nachher hier mit dem Schlüssel das dementsprechend auch schließen kann. Gut, da mache ich mich jetzt mal eben ran und dann gucken wir uns das gleich mal alles an.